Interview haben wir hier mit Wallis Boden abgemacht und der ist jetzt genau, wir nehmen einen Privatjet und wir fliegen auf New Jersey. Hast du gewusst, dass etwas kommt? Oder das kommt einfach so dir morgen, wenn man aufsteigt? Ja, also nein, das habe ich eigentlich genau am Freitagabend erfahren, dass am nächsten Morgen um 7:30 in der Lobby müssen sein und nachher ist direkt auf New Jersey gegangen. Und, aber ich meine, in dem Moment bist du einfach glücklich und nachher bist du auch ganz super gespannt auf die Stadt und auf die Arena und alles drum und dran. Dann gehen wir zuerst mal in die Kabine, wir haben deinen Platz gesehen in diesen ganzen Firma. Und hat dir uns eine Nummer gegeben, dass dein Nummer bei den New Jersey Devils ist, oder ist das einfach die Nummer für dieses Jahr? Ja, das ist die Nummer für dieses Jahr. Das heisst, du hast noch kein fixes Nummer bei den genau, New Jersey Devils? Genau, das weiss man nicht. Jetzt habe ich mir da mal so ausgeschrieben, die Namen Patrick Kane, Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, Ilya Kowalczuk, Joe Thornton und zu guter Letzt Mario Lemieux. Wir könnten noch ein paar mehr aufzählen. Das sind alle First-Round-Picks, so wie du. Kommt man da nicht in ein bisschen Angst oder Respekt vor dem, was auf einen zukommt? Ja, also du hast sicher grossen Respekt vor diesen Spielen. Und, aber ich meine, es ist jedes Jahr der Draft ist immer ein bisschen anders. Und ich versuche mich wirklich auf mich zu konzentrieren und da mir nicht selber einen Druck aufsetzen so von diesen grossen Namen. Und, ja, und eben wie gesagt, wichtig ist, dass die Organisation hinter mir. Jetzt sind das United Center gegangen, das ist eins. Da kommt der Moment, wo der Manager von New Jersey Devils auf die Bühne geht, man wird darauf gespannt und ich weiss nicht, mir ist immer noch von 2006 das negative Wort Torino im Kopf und seitdem, dass man deinen Namen gesagt hat, höre ich nur noch das. Du hast darauf gestartet, in dem Moment glaube ich, ist man auch leer, oder? Ja, hat man Gedanken in dem Moment? Nein, genau nichts. Also, komplett, Puls ist hoch, du bist nervös und denkst gar nicht über... Ich weiss gar nicht mehr eigentlich, was ich gedacht habe, weil es ist einfach Puls, hoher Puls und freust dich, dass jetzt losgeht. Aber der Moment, dass du gedacht hast, das ist gar nicht mein Name, der ist Nico. Nein, also ich glaube, ich habe meinen Namen eigentlich gar nicht richtig gehört. Ich habe mehr Halifax gehört und dann ist auch eigentlich gewiss, ja. Wenn man den Film da anschaut, du hast irgendwie eine grosse Demüt in dem Moment, wo dein Name kommt, wo du zum First Pick ernannt wirst. Normalerweise machen ja Sportler irgendeine riesen Szene, springen tief, jubeln, aber du bist eigentlich sehr demütig. Hast deine Mütter umarmt, aber alles sehr bewusst, sehr konzentriert. Hat man das vorher geplant oder gehört das einfach zum Programm? Ja, also ich glaube, das gehört so dazu, dass du nicht da eine riesen Jubelgeste machst. Aber ja, in dem Moment will ich wirklich einfach die Familie umarmen, denen möchte ich sagen und mit ihnen das genießen. Und was in dir in dem Moment abgeht, das kann ich bis jetzt noch nicht erklären. Also.